Für diese Folge von Republik 21 treffe ich 4 junge Menschen, die gegen die Klimakrise kämpfen. Sie blockieren Kreuzungen. Möchten Sie bitten, die Straße zu ordnen? Ich höre, dass Ihnen das hilft. Sie engagieren sich in der Politik. Ich würde sagen, ich brenne dafür aus einer Angst heraus. Sie klagen vor dem Bundesverfassungsgericht. Dann ja, war das auf einmal dieses Urteil, dieses Entscheidende. Und sie entwickeln Ideen als Start-up-Gründer. Wir verstehen uns als diejenigen, die diese Grundlagen-Thematik weitertragen in richtige Produkte. Denn der Klimawandel passiert nicht irgendwo weit weg in der Arktis. Er ist längst auch in Deutschland bemerkbar. Immer nur reden, das bringt nichts, um die Klimakrise zu bekämpfen, sagt zumindest Lars. Er ist Aktivist bei Extinction Rebellion und will am Wochenende eine Straße in Hamburg besetzen. Und zwar ganz alleine und so lange, bis die Polizei ihn wegträgt. Und ich werde ihn gleich hier in St. Pauli bei den Vorbereitungen begleiten. Hi, ich bin Leonie. Lars ist 29, Psychologe und seit 2 Jahren bei Extinction Rebellion. Eine Gruppe, die immer wieder mit umstrittenen Protestaktionen auffällt, wie zum Beispiel Flughafenblockaden. Lars sagt, er will Widerstand leisten, weil er glaubt, dass der Klimawandel unsere Gesellschaft sonst vernichtet. So, da haben wir unfassbar große Lebensbereiche, gerade um den Äquator auf diesem Planeten, die für Menschen nicht bewohnbar sind, weil es da einfach zu oft über 50 Grad ist. Und das sind Temperaturen, die dann so hoch gehen, dass Menschen da nicht existieren können. So, macht dir das Angst oder macht dich das wütend? Was fühlst du dann? Das macht mir Angst, das macht mir große Sorgen, weil das Szenario, was ich sehe, ist Chaos, Gewalt und Tod. Rund 40 Aktivisten und Aktivistinnen wollen am nächsten Tag den Verkehr stören. Lars gibt in einem Videocall Tipps zum Ablauf. Ganz Corona-konform soll sich jeder allein auf eine Kreuzung setzen und so für maximale Aufmerksamkeit sorgen. Ja, dann würde ich sagen, dann legen wir los. Cool, dass ihr da seid. Herzlich willkommen zur GESA-Schmiede. GESA ist die Abkürzung für Gefangenensammelstelle. Lars berichtet, was passiert, wenn man von der Polizei festgenommen wird und warum er es darauf anlegt. Man könnte ja sagen, ja, was die Polizistinnen ja auch oft zu uns sagen, so ja, sie haben doch jetzt ihr Foto bekommen, jetzt ist doch gut, warum machen sie denn jetzt weiter, jetzt machen sie sich doch nicht hier lächerlich. Und warum ich das trotzdem richtig sinnvoll finde, ist, weil das ein total kraftvoller Akt ist, einfach so lange Widerstand zu leisten, bis es einfach physisch nicht mehr geht, weil die Staatsgewalt mich dann eingesperrt hat. Lars hat schon 2 solcher Blockaden hinter sich. Aber was er am nächsten Tag erlebt, wird intensiver und vor allem schmerzhafter als die vorherigen Male. Die Klimakrise wird nicht nur am Äquator zu spüren sein, wie Lars es vorhin beschrieben hat. Auch in der Nordsee gibt es Orte, die bald akut gefährdet sein könnten. Wir sind jetzt auf der Fähre rüber nach Pellworm und wollen da Sophie Baxen treffen. Denn Sophies Heimat ist schon jetzt ganz konkret vom Klimawandel betroffen. Sophie Baxen hat wohl mehr gegen die Klimakrise getan als die meisten. Die 22-Jährige hat die Bundesregierung verklagt, aus Sorge um ihre Heimatinsel. Was man also am meisten bemerkt, sind diese Wetterextreme, die einfach mehr werden und häufiger auftreten. Wir sind hier ja mitten im Weltnaturerbe Wattenmeer, im Nationalpark. Da merkt man sowas eben einfach sehr, sehr schnell. Starkregen zum Beispiel, lange Trockenperioden und stärkere und häufigere Sturmfluten. Pellworm liegt im Durchschnitt 1 Meter unter Normalnull und ist deswegen komplett eingedeicht. Trotz des Hochwasserschutzes macht Sophie sich große Sorgen, denn die Meeresspiegel steigen. Man kann ja jetzt nicht einfach 20 Meter hohe Deiche bauen, weil es einfach keinen Sinn macht mehr irgendwann. Also die Insel wächst ja innen nicht mit. Stimmt. Und außen halt würde das Wasser schon steigen. Dann macht es irgendwann natürlich einfach gar keinen Sinn mehr, weil ja, so ein bisschen so Badewanneneffekt, sage ich immer dazu. Aus Sorge um Pellworm zog Sophie vor Gericht. Zusammen mit 8 weiteren jungen Menschen klagte die angehende Landwirtin vor dem Bundesverfassungsgericht gegen das Klimaschutzgesetz der Großen Koalition und bekam Recht. Das höchste deutsche Gericht verdonnerte die Bundesregierung zu mehr Klimaschutz. Also man sitzt da so vor seinem Computer, wie ich es jeden Tag für mein Studium auch tue. Und dann ja, war das auf einmal dieses Urteil, dieses Entscheidende. Und das war schon ja, ein bisschen unbegreiflich. Es hat auch ein bisschen gedauert, bis ich es begriffen habe. Kein Wunder, kaum jemand hatte damit gerechnet, dass die Klage für das Klima und gegen die große Politik Erfolg haben könnte.
zurück auf dem Festland. Nicht gegen, sondern in der großen Politik kämpft die junge Frau, die ich jetzt treffe. Ich bin heute in Bremerhaven und mit Wiebke Winter verabredet. Wiebke ist 25 und hat die Klimaunion mitgegründet. Das ist ein Verein, der die Klimapolitik in der CDU vorantreiben will. Und ich frage mich, ist sie mit diesem Anliegen in der richtigen Partei? Ich brenne dafür aus einer Angst heraus. Bei einem Spaziergang auf dem Deich schildert mir auch Wiebke ihre Sorgen vor Überflutungen. Und wenn ich ihr so zuhöre, klingt sie eher wie eine Fridays for Future-Aktivistin als die Landesvorsitzende der Jungen Union Bremen. Aber Wiebke hat sich die CDU ausgesucht, um die Klimathematik voranzutreiben. Und das, obwohl ihre Partei das Thema jahrelang eher verschleppt als vorangetrieben hat. Das hat kürzlich sogar die Bundeskanzlerin zugegeben. Die Zeit drängt wahnsinnig und ich kann die Ungeduld der jungen Leute verstehen. Also genug ist es angesichts der objektiven Situation noch nicht. Aber gerade die Kanzlerin, das ist doch eine Wissenschaftlerin, die kannte doch die Zahlen. Denkt man sich da nicht manchmal, warum hat das alles so lange gedauert? Genau die Frage stelle ich mir. Warum nicht früher? Man kennt dieses Problem seit 1990 oder sogar schon ein bisschen früher. Da war ich noch nicht mal auf der Welt. Und jetzt denke ich, es ist 2021 und ich sitze hier und sage, ich kandidiere für den Bundestag, weil wir die Klimapolitik ändern müssen und so ein bisschen die Welt retten müssen. Denn genau das ist es ja. Wiebke will nicht nur die CDU auf Klimakurs bringen, sondern auch noch das Direktmandat in ihrem Wahlkreis in Bremen und Bremerhaven holen, einer SPD-Hochburg. Kein Frühling ohne Winter, denn ohne Wiebke Winter gibt es nichts Neues. Zur Einstimmung auf den Wahlkampf gibt es Blumensamen und ein Kärtchen in die Briefkästen. Aber nur da, wo es auch erlaubt ist. Man muss nämlich immer darauf aufpassen, wenn da dran steht, keine Werbung, dann dürfen wir nichts reinschmeißen. Zurück in Hamburg. Lars wird hier gleich das Gesetz brechen. Hallo Lars! Ziviler Ungehorsam ohne Gewalt. Das ist das Grundprinzip von Extinction Rebellion. Ja, aufgeregt. Ja, bist du aufgeregt? Nervös, ja, für so eine Aktion auf jeden Fall. Wir haben eine Krise, aber wie ich hier sehe, merke ich das nicht. Unsere Gesellschaft merkt das nicht. Und ich kann das gut verstehen. Ich möchte den Leuten keinen Vorwurf machen. Aber deswegen möchte ich die Krise heute in die Gegenwart holen. Und dann geht es los. Lars sitzt auf der Straße. Die Autos fahren einfach drumherum. Aber dann wird ein Autofahrer plötzlich richtig wütend. Ich kann verstehen, dass Sie wütend sind. Geben Sie die Straße frei, sofort. Ich will Sie bitten, ein bisschen Abstand zu halten. Nein, ich möchte Sie bitten, die Straße zu räumen. Ich kann verstehen, dass Sie... Ich möchte Sie bitten, die Straße zu räumen. Ich höre, dass Ihnen das sehr... Ich bin voller Adrenalin, ich merke gerade keinen Schmerz, aber das war krass. Das habe ich noch nicht erlebt, sowas. Dass er wütend ist, kann ich erstmal nachvollziehen, aber ja. Wir haben eine Krise irgendwie, das ist scheiße für ihn, das ist scheiße für mich. Ich würde das auch lieber nicht machen, aber ich bin so verzweifelt in dieser Situation, dass ich keine andere Möglichkeit mehr sehe, um meiner Stimme Gehör zu verleihen. Ich würde jetzt auch lieber was anderes machen und die Leute hier nicht so nerven. Aber jetzt sind die Leute richtig genervt. Hier woanders demonstrieren, aber nicht auf der Straße. Ich glaube, es hackt. Das ist krass heute. Also, ist krass. Ich werde es jetzt weitermachen. Ich werde jetzt warten, bis sich wieder ganz gute Gelegenheit ergibt. Dann setze ich mich wieder hin. Nach 30 Minuten kommt die Polizei, hört sich Lars Anliegen an und trägt ihn von der Straße. Ob er enttäuscht ist, dass es so schnell vorbei war? Oder vielleicht erleichtert, dass die Beamten die brenzliche Situation entschärft haben? Wir werden Lars erst nach seiner Zeit auf der Wache wieder sprechen können. Und der Gewahrsam dauert länger als erwartet. Lars hat jetzt kurzfristig viel Aufmerksamkeit für sein Anliegen bekommen. Aber gibt es auch nachhaltige Strategien? Welche Rolle spielen Wirtschaftsunternehmen? Viele Start-ups arbeiten an Innovationen, mit denen sich der Klimawandel verlangsamen und gleichzeitig Geld verdienen lassen soll.
Ich bin heute in Berlin unterwegs und treffe einen Mann, der sich Gedanken darüber gemacht hat, wie man die Luftqualität in Städten langfristig verbessern kann. Und er nutzt dafür eine ganz besondere Pflanze. In diesem Hinterhof in Berlin-Schöneberg präsentiert mir Peter Sänger den City Tree, ein biologischer Luftfilter auf der Basis von Moos. Hier siehst du die Moose im Einsatz. Das Wundermittel. Richtig. Und wir können auch gerne mal auftreten. Und du kannst mal fühlen, diese feuchte Oberfläche, die sorgt natürlich dafür, dass diese Partikel, die Feinstaubpartikel, richtig festhalten und nicht mehr zurück in die Luft kommen. Der Moosfilter als eine Art natürliche Klimaanlage soll um sich herum eine Zone sauberer und gekühlter Luft schaffen. Ich erinnere mich an meinen Großvater, der Bergmann war. Der hat mir mal erzählt, dass die so Mooskügelchen im Stollen aufgehangen haben, um Feinstaub, vor allen Dingen Schwermetallbelastungen, zu messen. Heißt, dieser Organismus muss irgendwie in der Lage gewesen sein, Partikel aufzunehmen. Und wir verstehen uns als diejenigen, die diese Grundlagenthematik weitertragen in richtige Produkte. Ich besuche Peter in Bestensee in Brandenburg. Hier wächst das Moos, das in den City Trees zum Einsatz kommt. Der Einsatz der Pflanzen ist umstritten, denn es hängt von komplexen Faktoren ab, ob das Moos seine optimalen Filterleistungen entwickeln kann. Unter anderem vom Standort, der Windrichtung und der Windgeschwindigkeit. Trotzdem haben sich Städte wie London und Berlin schon für die City Trees entschieden. Der Wunsch nach sauberer Luft scheint groß. Das Geburtshaus der City Trees. Rund 2 Millionen Euro Fördergelder der EU sind bereits in ihre Entwicklung geflossen. Eine Cloud-Anbindung zur Datenauswertung soll die neuen Moosfilter noch wirksamer machen. Im Prinzip ist das jetzt so eine Art Pflaster für die Klimakrise oder ein kleines Pflaster. Ihr bekämpft ja nicht direkt die Ursachen, ne? Also das wäre dann vielleicht Autos aus den Städten verbannen oder weniger Beton verbauen oder so, ne? Richtig, also es gibt Probleme, die müsste man viel, viel größer angehen. Aber was zeigt uns die Vergangenheit? Das lässt sich nicht so einfach machen. Und dann braucht es eben auch Lösungen wie unsere, die kurzzeitig helfen, bis wir auch großteilig mithelfen können. Wir sind zurück in Hamburg. Es ist 22 Uhr, als ich Lars nach seiner Straßenblockade wieder treffe. Er kommt gerade vom Revier. 9 Stunden hat er in Polizeigewahrsam verbracht. Ja, ich bin gut erschöpft. Ich möchte Bilanz ziehen mit Lars und wissen, war er froh, dass die Polizei die Aktion nach einer halben Stunde beendet hat? Aber jetzt nach diesen beiden Eskalationen dann so dachte ich ja okay, jetzt könnten sie langsam mal kommen, weil ich weiß aus Erfahrung, dass wenn die Polizei dann kommt, dass dann diese krassen eskalativen Momente dann auch vorübergehen und ewig kann ich das auch nicht aushalten. Das ist mir dann auch bewusst. Ich habe die ganze Situation auch als total intensiv empfunden und ja, ich fand's krass, wie die Leute reagiert haben. Aber ich bin mir nicht sicher, ob die du gestört hast, diese 20 Sekunden, ob das wirklich nachhaltig was ist oder ob das alles für dich nicht viel krasser war und du das am Ende vielleicht ein bisschen mehr für dich gemacht hast als für die Außenstehenden. Naja, ich tue ja das, was ich denke, was irgendwie erfolgreich und was verändern kann, dass wir als Gesellschaft nicht uns sehenden Auges weiter vernichten. So, das ist das, was momentan passiert. Und ich versuche einfach nur eine Möglichkeit zu finden, dagegen Widerstand zu leisten, dass das passiert, auf eine friedliche Art und Weise. Und das ist für mich krass. Aktivismus kann sehr aufreibend sein. Heute war so ein Tag. Und ob es letztendlich was bringt, ja, das entscheidet die Öffentlichkeit. Am Ende dieser Recherche habe ich mich gefragt, was haben die 4 jetzt erreicht im Kampf gegen den Klimawandel? Ob uns die City Trees von Peter langfristig weiterbringen, weiß ich nicht. Aber es braucht innovative Ideen aus der Wirtschaft. Genauso wie es Frauen braucht wie Wiebke, die sich trauen, alte Strukturen aufzubrechen und neue Themen in der Politik zu platzieren. Beeindruckt hat mich Lars und dass er bereit war, den offenen Konflikt zu suchen. Und Sophie, die hat mit ihrer Klage für ein historisches Urteil gesorgt, das deutlich gemacht hat, Klimaschutz ist ein Grundrecht. Freiheit bedeutet, die zukünftigen Generationen nicht zu schädigen. Alle 4 geben mir die Hoffnung, dass sich etwas bewegt, denn es liegt noch viel Arbeit vor uns. Aber diese 4 jungen Leute haben zumindest einen Anfang gemacht.